Ist noch nicht drin. Ich habe heute auch gerade ein Schreiben vom Anwalt gekriegt, weil in Deutschland ist ja praktisch der Film gestoppt per einstweiligen Verfügung wegen diesem Foto, das eben die emotionale Nähe zwischen meiner Tochter und Mutter kommuniziert. Und es war dann eine sehr skurrile Geschichte, auch mit Landgericht Düsseldorf, die sich den Film gar nicht angeguckt haben, sondern nur gesagt haben, aha, die Mutter will, dass das Foto raus muss, also muss das Foto raus, ja. Und da bin ich gerade dabei, in Berufung zu gehen. Das ist für mich ein finanzieller Drahtseilakt, weil das wird schweineteuer, also wenn ich die Berufung auch noch verliere. Und da sind wir auch gerade dabei, also da unterstützen mich Initiativen, so die Großelterninitiative und auch die auch Väteraufbruch mit Spenden, dass ich das mal, dass man das einfach mal ein für alle mal klarstellt, dass ein Vater, der nicht, also sein Kind nicht sehen darf und dann noch nicht mal ein Foto in diesem Zusammenhang mit diesem Film zeigen darf, ein Foto, das 8 Jahre alt ist und das, wo meine Tochter, die jetzt knapp 12 ist, definitiv nicht drauf zu erkennen ist, ja, das muss man einfach durchfechten. Das kapieren eigentlich schlichte Gemüter. Die Mütter, die es zuhauf bei Gerichten gibt, verstehen das nicht ganz. Da muss man durch ein paar Instanzen gehen, wenn es sein muss, bis zum Verfassungsgericht oder bis nach Brüssel. Und das ziehen wir hier einfach mal durch. Ja. Ja, gibt es auf deiner Webseite auch den Aufruf? Ja.